für die Zuschauer, die uns jetzt noch anschauen, vergiss nicht, aus Abonnieren auch noch die Glocke zu aktivieren. Wenn dann die Glocke machen ist, kriegt ihr sofort eine Nachricht, wenn das neue Video oben ist. Genau, und könnt sofort hinschreiben. 1., 2., 3., 4., 5. und so. Genau. So, ich kläre mal jetzt um, gell? Na gut, das. Ich glaube, wenn man so, wenn man so einen Eyecatcher hat, aha, jetzt zieht sie die Jacke an, da ist mit dem Eyecatcher schon vorbei. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt, wie könnte man jetzt hier ein bisschen das Haus umbauen? Wollen wir noch mal ein bisschen in eine. Oh, ich häng fest. Ja, du musst da langsam hochgehen. Pass auf, jetzt müssen wir mal. Was überlegen wir uns mal von vorne? Ich habe schon überlegt, mal so ein Haus im Stil von Sari irgendwo hinzustellen. Da müsste man jetzt mal ein richtig schönes Dach bauen. Und dann hast du gesagt, dafür wollen, wird man unser vielleicht umbauen, das Dinosaurierhaus, damit die da oben aufs Dach können. Na toll. Ich gehe mal Holz Idee, also holen. Bei Stockhaus zu machen. Dass wir unten die Lauftiere haben und oben die Flugsaurier. Ja. Aber dann muss das ja, da musst du ja quasi locker 4 Etagen hochbauen. Reicht, nee, reicht überhaupt nicht. 1, 3, 4 sind es ja schon. 4 Etagen ist jetzt schon hoch, ja. Ja, 5., 6., 7., 8. Das reicht ja gar nicht. Damit der Brontosaurus drin ist, musst du ja wenigstens 20 Etagen hochbauen. Mit dem packe ich vom Haus. Das ist mir zu hoch. Ja, das braucht man auch gar nicht. Na. Aber die anderen. Da noch ein bisschen höher bauen und nachher noch Wände reinziehen, vielleicht einen Platz hat. Ihr habt ja Stein gemacht, was? Soll ich mal ein bisschen. Ich geh mal ein bisschen Stein holen. Das kann der Gucci. Genau, das kann ich. Ich geh mal ein bisschen Stein holen. Damit kenne ich mich aus. Und ich habe ja hier ohne Ende Ausdauer. Und hier, guck mal, an diesem Felsen kommt gar nichts. Den kann ich gar nicht abbauen. Ich dachte jetzt schön im Wasser gleich mal. Aber das wird nicht. Den größten Fels abbauen, genau. Na, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass hier was kommt, aber da kommt nichts. So, hier, Holz brauche ich auch nicht. Hier ist Stein. Der Stein kommt ja auch immer wieder, nicht? Das respawnt ja, stimmt? Naja, kommt alles wieder. Ach so, ich habe natürlich auch immer noch die schöne Steinspitzhacke, wie nice. Brauchen wir für die Wände eigentlich Feuerstein oder richtigen Stein? Richtigen Stein. Der Stein. Also muss ich Stein mit der Axt abbauen, stimmt's? Oder mit. Dann nimmst du hier Wally. Ja. Warte mal, den Wally. Warte mal. Machen wir das doch mal so. Wally. Machen wir doch mal was Professionelles hier. Tun wir mal so, als hätten wir Ahnung, oder? Welchen Wally? Warte mal. Wer baut den Stein ab? Der blau-schwarze. Wo bist du? Hinterm Atti stehe ich. Ja, da. Ja, hier, wo ich rumhüpfe. Was, echt? Mit dem kannst du Stein abbauen? Ja? Probier das einmal. So, jetzt gehen wir mal professionell Stein holen. So wie es na, noch ein kleineres Auto hatten wir nicht, deswegen nehme ich den. Das Auto hat es noch nicht. Das Auto ist ja kleiner als mein Menschen. Du brauchst da gerade L2 drück. So, guck mal, wie der rennt. Oh. Hey, wisst ihr was? Da könnten wir mal ein Wettrennen machen, ey. Das wäre auch mal cool. Wir machen mal ein Wettrennen über den Server hier. Mit richtig so mit so Wegpointen abstecken. Das wäre mal ein geiles Event. Komm mal, sag ich mal vorschlagen. Komm, wir machen mal ein Event mit. Das hat er schon mal gehabt mit Tüler Kollege. So, genau. So im Stil von, hier, wie heißt das? Super Mario Kart so in dem Stil. Genau. Habe ich gerade 617 mal Stein bekommen? Jawohl. Ja? Kloppt der mit all. Also. Das glaube ich jetzt gar nicht. Warte mal, das ist doch gerade ein Fehler gewesen. Das war noch ein Bug jetzt. Das war kein Fehler, ne? Der kloppt wirklich mit eben Schlag 500, 600 mal Stein aus dem Felsen raus. Mhm. Ich komme mit der Steuerung immer noch nicht klar. Junge Hilfe, Polizei. Jetzt geh doch mal da ran und jetzt. 617 Mal, tatsächlich. Und jetzt bin ich schon vollgeladen wahrscheinlich. Auch gleich noch ein bisschen Holz. Ach, da räumt ihr auch Bäume ab, wa? Der räumt ja einfach alles kaputt. Ja. Ach, aber dann mal ein bisschen Holz, zack, und hier. Ey, geil. Der rasiert einfach alles ringsrum weg. Das kleine Vieh. Wenn das kleine Vieh so stark macht, dann ist der Stegosaurus doch bestimmt auch in der Lage, das zu machen, oder? Der Stego macht. Ja, der holt Bären. Bären, genau, ja. Da gibt's hier, ich hab einfach. Da fallen einfach die Bäume alle um.
Wie hast denn das Vieh gezähmt? Wo gibt's denn den? Überall. Und ich farme hier ewig rum am Anfang, ey. Hätte mir mal einer sagen können. Also kann ich. Warte mal, kann man die. Jetzt muss ich erstmal meinen Controller umstellen. Ich muss die Y-Achse vertauschen. Kann man das hier machen, ja, ne? Y-Achse tauschen. Das muss doch irgendwo gehen. Warte mal. Wie funktioniert der eigentlich gut, der neue Controller? Auch der neue Controller ist richtig geil. Also ohne Spaß, der funktioniert wirklich klasse. Ich will nur mal ganz kurz hier erwähnen, den habe ich in der Wish-App bestellt für 18 Euro. Also hätte ich gleich Vierer bestellen sollen, du. Mhm. Also wirklich, macht sich richtig gut. Vom Akku vor Leistung her, so lange wie ich spiele, hält der auch locker durch. Also alles kein großes Problem. Wirklich, also ich habe 18 Euro bestellt, bezahlt in der Wish-App, plus 8 Euro Versand. Und dann ist es aber halt ein Bluetooth-Controller. Allerdings hat mir letztens einer erzählt, bei uns in der Stadt hier, da hat gerade irgendwie so eine Art Mediamarkt, so einen Laden, die haben Ausverkauf gemacht, da hätte ich auch für 25 Euro einen Controller gekriegt. Und hätte nicht zwei Wochen drauf warten müssen. Aber trotzdem, echt zu viel bestellen. Wer Zeit hat, der kann da gut bestellen eigentlich. Hab auch eine gute Erfahrung gemacht. Nur ich versuche jetzt alles da zu bestellen. Egal, die Zeit lasse ich mir einfach. Naja. Aktuell wollte ich gerade ein Gartenhäuschen kaufen. Da habe ich mir überlegt, naja, das werde ich nicht da bestellen. Warte mal, wie war denn das, wenn ich lange hier drauf drücke? Third Person. Ich muss doch irgendwo toggeln können, die Y-Achse. Weil das nervt mich tierisch, wenn ich nach oben drücke, dass die Kamera auch nach unten. Das muss da andersrum. Ich komme nicht klar mit der Steuerung. Ich will immer hochscrollen ins Bild. Oder kneicht, guckst du die Sache von unten an. Also hier komme ich nicht klar mit der Steuerung. Also beim Rechten, weißt du, wie ich meine? Dieses X-Y-Achse vertauschen, wenn du nach oben und unten scrollen hier mit dem. Bei der Kameraansicht. Ich bin das irgendwie anders gewohnt, aus Kindheitszeiten. Unter Option Y-Achse umkehren. Warte mal, wo ist das? In der Option? Ja. Also, genau. Hab ich gerade geguckt? Relativ weit unten. Ist nur was zum Anhaken. Und der Kamera. Hier ist Kameraführung. Ach, hier ist sie doch. Na, siehst du. Danke für den. Ach so. Hätte ich natürlich auch speichern müssen. Meine Güte, ey. Wäre vorteilhaft. Du musst ja immer speichern und beenden da oben. Jetzt hab ich's. Ich hab da vorhin rumgesucht da unten und hab den Haken nicht gesehen. Jetzt. Ja. So, jetzt. So, wie sieht das, wie es gehört. Jetzt kann man hier mal ordentlich. Und jetzt bin ich natürlich schon erstmal. Hab auch lange gebraucht, bis ich die richtige Einstellung gefunden habe. Bei mir hat man das Leben nur halber gesehen, die Ausdauer gar nicht, weil die aus dem Bildschirm draußen war. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das Ding rausgekriegt habe. So, ich habe erstmal Bummelchen. Ah, ist ja auch niedlich. So, jetzt habe ich erstmal, was habe ich jetzt eigentlich im Inventar? Wollen wir mal gucken, ich habe auch Steine geholt. Ach, die hat alle der Dinosaurier jetzt im Inventar, stimmt's? Ja, der Dinosaurier im Inventar, ja. Oh, und jetzt habe ich. Oh, jetzt ist die Kamera an sich wieder gedreht. Oh. Jetzt ist die für den Spieler natürlich auch anders. Ich krieg die Krise. Ach, naja, nee. Das ist es mir dann auch nicht wert. Jetzt müsste man sagen, in der Ego-Perspektive ist die anders als außerhalb der Ego-Perspektive. Ach, hör doch auf. Nein, nein. Was ist denn? Deaktiviere Third-Person-Kamera-Interpolation. Dann machen wir einfach mal das aus. Ach, jetzt probiere ich das mal. Mein Sohn sitzt hinter mir und guckt hier nebenbei meine alten Videos an. So, mal zurückstellen, den ganzen Mist. Ich komme nicht klar. Ey. Ja, ich wette, der junge Mann wartet auf Ferrari. Hm? Der freut sich schon, da wir heute. Er hat gesagt, du darfst jetzt spielen, aber erst nur, wenn wir heute Abend noch ein bisschen Brawlhalla spielen. Okay. So, jetzt habe ich. Jetzt gehen wir erstmal an den Dinosaurier hier ran und holen uns mal von dem. Komm mal her, zeig mir mal dein Inventar. Nicht draufsetzen, Inventar zeigen. So, wo ist denn das Inventar öffnen? Jetzt, sauer. Aber ich habe ja gedacht, dass der Controller optisch ein bisschen anders aussieht als der andere, ne? Aber das war falsch, das stimmt nicht. Der sieht genauso aus wie der Original PlayStation Controller. Okay. Das kriegst nice. Du gar nicht mit, dass ich den. Dass das ein, also, es ist halt nur kein PS-Symbol unten in der Mitte drauf. Alles andere, da merkst du das nicht, dass das ein Wish-App-Controller ist. Das
Sagen wir so, braucht man ja nicht wirklich das PS-Symbol. Ja, ich kann drauf verzichten. Und den anderen Controller, der nicht mehr richtig ging, der liegt jetzt zerlegt in Einzelteilen auf Arbeit. Okay. Da will ich den linken Kontrollstick rauslöten und mal gucken, ob das dann besser funktioniert. Aber dann wieder an den Start geht, dann mache ich einen neuen Kontrollstick rein links und dann geht das wahrscheinlich wieder. Möglich jedenfalls. Hm. Weil ich weiß ja nicht, woran es gehangen hat letzten Endes. So. Haben wir dich mal angeguckt. Jetzt habe ich erstmal einen Haufen Steine im Inventar. Er hat sich gemerkt. Das ist unfassbar. Das ist einfach nicht zu glauben. Ist das Vieh mit dem Cloud auch immer rumfliegt, die Motte hier? Genau, mhm. Bei Cloud heißt der Pupsi, genau. Ja, aus dem Grund wahrscheinlich, ja. Es ist nicht zu glauben, ey. Gleich werfe ich mit einer Angel hoch und schieße den runter wieder. Das ist schon krass, wa? An was die so alles denken hier bei dem Spiel. Guck mal, was ist denn das hier hinten? Warum liegt denn hier ein Ei? Warte mal. Guck mal, bei dem Rex hier zeigt es ein Ei an. Hat er ein Ei gelegt oder will der ein Ei haben? Was ist denn das? Nein, das ist das Bonus von diesem Kleinen hier. Von einem Oviraptor. Ach so, wenn der neben dem Rex steht, dann hat der... die haben alle hier so ein Ei. Genau. Wie jetzt? Ja, also, dann legen schnelle Eier. Also wie jetzt, der Oviraptor, der Kleine, sorgt dafür, dass die alle schneller Eier legen, oder was? Jawohl. Warum? Der kleine Vieh. Warum? Zündet der Kerzen an, oder was? Keine Ahnung. Der hält die Kerze. Ach, guck mal, wieder schick angezogen. Ich hab's gewusst. Gibt's das auch in Weiß? Gibt's das auch in Weiß? Ja. Dann machen wir einen Wet-Shot Contest. Können wir doch auch mal machen. So, jetzt habe ich erstmal einen Haufen Steine. Jetzt die Motte ist schon was Feines. wollten wir nicht jetzt hier oben die Wände noch... Ach, du dickes Ei. Wir könnten ja erstmal Steinwände bauen und das Ding da oben gerade vollständig machen. Ringsum einfach mal alles auf einer Höhe bauen. Oder was hältst du von der Idee? Können wir machen. Da will ich mal gucken, ob ich Steinwände bauen kann. Herstellung. Mal schauen, ob ich Steinwände herstellen kann. Was da fehlt dafür. Steinwände. Ich kann es bestimmt gar nicht. Natürlich kann ich es nicht. Doch, nennt man also automatisch. Du kannst es. Warte mal, die Materialien holen. Musst du nur finden und die Materialien haben, genau. Also ich habe die schrägen Steinwände hier. Was habe ich hier noch? Was ist das? Ein Geländer habe ich. Hier ist sie doch. Die Steinwand. Und es fehlt mir Holz. Na, Holz ist das große Problem. Hol ich mir. Wo ist mein Sammelsaurier? Hier, mein Sammelsaurium. Hast du eigentlich gesehen? Ich hab dir einen GPS-Sender reingeschmissen, dass du schauen kannst, wo du bist immer. Echt? Wie jetzt? In meinem Inventar? Ne, hab ich nicht gesehen. Hab ich gar nicht, tatsächlich nicht gesehen. Das klären wir gleich mal. Pass mal auf, jetzt nehmen wir schon das Holz hier raus. Der hat natürlich viel zu wenig Holz. Geht jetzt so ein? Was GPS? Ja, weil ich hätte einen über. GPS-Hobby. Den hat die Geli schon wieder rausgenommen. Hä, wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Ist der angezogen? Ja, warte. Dann ist er dann bei mir. Moment, hier. Schmeiß mal hinter dir. Schau mal hinter dir. Schmeiß jetzt auf den Boden. Swalalala. Gucci. Ja? Dein Ernst? Was? Hast du das gerade echt gesagt? Ich dachte, wenn der Ali jetzt gleich kommt, sage ich mal einfach Swalalala. Packe ich den in die Nebenhand oder wie mache ich das? Oder habe ich den einfach nur im Inventar? Einfach ausrüsten mussten. Ausrüsten? Müsste mal ausrüsten. Also ausrüsten. Halt unten in die Leiste reinmachen. Ach und dann so. In die Hand nehmen. Ach so, machen wir das. Dann nehmen wir das einfach, machen wir das mal so hier. Zack. Also, so hier. Also, Quichi. Ja. Wie viele Like bekommst du so normal? willst du es wirklich wissen? So um die 8. Okay, machen wir es so. Wenn ihr... Wenn Geli jetzt nochmal ins Bild kommt, wären es mehr. Wo bist du denn? Ich bin in der Luft. Machen wir es so, wenn es 30 Likes gibt auf das Video. Ja. Und ihr
dann machst du nochmals Pup. Warte, pass auf, das ist gar keine schlechte Idee. Wenn es 30 Likes auf das Video gibt, dann verlose ich was. Und zwar, was verlose ich dann? Was verlose ich dann? Pup mit Ali. Genau. Also irgendwie was, da verlose ich einen freien Eintritt in unseren Discord-Server, damit ihr mit Ali spielen könnt. Ja, es ist ja nicht so, dass es schon jetzt schon frei ist. Nein, nee, das war jetzt natürlich kontraproduktiv, jetzt müssen wir es anders überlegen.